Die Soteria Berlin handelt sich um Schizophrenie und Schizophrenie ist eine, es gibt eine Vielfalt von Missverständnissen weit verbreitet über was Schizophrenie ist. Ich bin, wie gesagt, Architekt und nicht Arzt und keine Psychologe, aber ich rede von der Praxis aus und was ich verstanden habe und auf der Basis von welchen Entscheidungen wir getroffen haben. Ich switche auf dieses Ding, wenn das geht. Warte mal. Testing, got it, okay. Ich dachte, sonst habe ich einen Nackenschmerz am Ende. Okay, so, in der Schizophrenie, es geht nicht um diese Verdoppelung der Menschlichkeit, sondern es geht eher um eine Wahrnehmungsstörung. Oder das war sozusagen der Ausgangspunkt von uns. Und diese Wahrnehmungsstörung bringt eine eher in eine alleinige Position. Also es handelt sich aus der Patientensicht, laut meinem Verständnis, von einer Erfahrung von Disintegration und Fragmentation. Es handelt sich weniger diese Mehrdeutigkeit von Menschen, sondern wie diese Personen ihre Erfahrung haben. Und das ist der Ausgangspunkt gewesen. Und man fragt sich als Architekt, wie kann man auf diese Situation agieren und was kann man tun, räumlich, physisch, um diese Menschen in diese Situation zu unterstützen. So. Soteria Berlin ist auch ein Katzensprung von hier, also einfach im St. Hedwigs Krankenhaus, einen Kilometer oder weniger von hier entfernt. Und da sitzt Dr. Martin Voss, der mein Projektpartner für das Projekt war. Und ich würde auch ein bisschen über ihn reden nachher. Hier sieht man diese Campus, das ist ein wunderschönes, kleinere Krankenhaus, mitten in der Stadt integriert, ganz interessant, städtebaulich. Das Gebäude, wo die Soteria gebaut wurde, ist 1854 erbaut. Und die Soteria ist ein sehr kleines Projekt. Also wir gehen von einem Zimmer auf 12 Zimmer. Jetzt in meinem Beispiel. Und das ist auch, da war die Idee, es geht um ein sehr bestimmte, warte mal, ich muss mich nochmal sortieren. Es geht um die Soteria-Ansatz von in der Psychiatrie, ist eine ganz bestimmte Patientengruppe, das könnt ihr dort lesen. Es ist eine Kleineinheit mit 12 Betten, wie gesagt. Es ist eine offene Station und das bedeutet, dass man hat in der Psychiatrie mehr Freiheit als in andere Projekte. Und das haben wir wohl angenommen mit Unterstützung von die Therapie-Staff. Soteria kommt aus Kalifornien. Das Wort selber ist griechisch, heißt Rettung oder Heilung. Die milieutherapeutische Ansatz ist sehr interessant, weil es geht um, die Milieu versteht sich nicht nur als die soziale Milieu, also nicht nur die Menschen, die um die Patienten sind, sondern auch um die physische, räumliche Umgebung. Und deswegen dieses Milieu ist ein wunderbarer Ausgangspunkt für ein interdisziplinärer Entwicklungsprozess, was ja der Soteria war. Und ich bin ein großer Verfechter von interdisziplinären Prozessen. Darüber können wir vielleicht auch reden. Dr. Moser war der Gründer von der Soteria San Francisco und er sagt, the worst place to be when you suffer from a mental illness is a psychiatric ward. Und das ist, also wir müssen besser tun. Was können wir besser tun? Tun wir auch manchmal, nicht immer, aber das war ein weiterer Ausgangspunkt. Danach gab es ein
integrative, interdisziplinäre Co-Education Process. Ich war sehr berührt gerade von Andreas, dieses Idee von der Menschen und wie wir die wieder ins Zentrum setzen und wie wir Stimmen bringen können zusammen zum Tisch, um grundlegende Entscheidungen zu treffen. Nur so können wir unseren Beruf moralisch ausführen, finde ich. So. Da sieht man, warte mal, jetzt mache ich einen anderen Technik-Trick. Ah ja, da. That's Martin Voss mit mir. Und wir hatten auch eine Reihe von Workshops, weil es ging um dieses Entscheidungen, wie wir machen das gemeinsam, was soll passieren in diesen 12 Betten. Das ist die Soterie Berlin vorher. So. Tada! Nee. Das war, also es ist lang ein Krankenhaus, es war eine somatische Station, es ist mittendrin in dieses Haus und hatte diverse Funktionen und diese Räume haben wir dann am Ende, sieht das so aus, das ist der gleiche Zimmer und wir haben, ich glaube, was ich, also mein Vortrag ist so aufgebaut, dass ich würde einfach ein paar Bilder zeigen jetzt. Und dann gehe ich wieder zurück und zeige die Prozesse und was ich nenne die Werkzeugs, also die Toolbox darüber. So, ich glaube, ich zeige einfach ein paar Räume. Ganz wichtig für die Soterie in dieses Milieutherapie ist dieses Gemeinschaftsräum, diese Idee von einem Piazza, also wo diese Interaktion passiert und was wir räumlich soziopetal machen können, um diese Interaktion zu unterstützen. Der Plan ist so, es ist ein einfaches Ding, diese blaue Zimmer hier ist dieses Piazza-Raum hier, der Wohnzimmer, Küche und die Zimmer sind hier verteilt und dann gibt es auch ein zweites öffentlicher Raum sozusagen, die damit funktioniert. Somit gibt es diverse Stufen. Ich glaube, in dem Projekt aus dem Dolomitenblick haben wir auch gesehen, da gibt es diverse Stufungen von öffentlich und private Sphäre. Und das war auch wichtig für uns, das zu machen. Hier ist die Küche. Viel Arbeit mit die Beziehung zwischen Licht und Farbe. Da haben wir am Ende ein Band nur was entfernt und so sah der Wand aus. Wir haben auch gearbeitet wie in diesem Raum mit diesen Fluchtlinien über die Türzagen, weil wir hatten auch übergroßen Decken und damit die Räume etwas mehr menschliche Maßstab bekommen, haben wir mit dieser Linie gearbeitet. Die findet sich überall. Ich würde auch kurz reden über Bauhaus, weil das immer Spaß macht. Und wir haben auch diese Methode benutzt. Es gibt diese Flureinbauten. War eine lange Diskussion mit der Brandschutz, aber haben wir auch hingekriegt durch Eiche, Magic Material. Hier sind die Betten. Wir konnten die Betten nach langer Diskussion mit der Lagesi und die ärztliche Krankendirektoren und so selber entwerfen und würden hier in Berlin gebaut von lokalen Tischler. Die Stühle kommen auch aus einer Tischlerei hier in Berlin, ein anderer Tischler. Und wir haben auch gearbeitet, wir haben nicht weiße Decken, aber wir haben auch versucht, die Proportion der Raumwahrnehmung zu ändern dadurch mit einer leichten dunklen Farbe an die Decke, damit die Decke etwas in die Wahrnehmung nach unten kommt. Wir haben ein Doppelbett gemacht, weil wir haben eine bestimmte Situation, wo manche Patienten kommen und da gibt es eine lange Diskussion, denn wie kann der Freund oder die Mutter oder der Vater oder irgendjemand auch bleiben dabei, was ja auch eine sehr wichtige Situation ist. Und dann haben wir ein Bett gemacht, der ein Transformer ist. So. Das ist die Soteria. Und aus diesem Projekt kam eine Reihe diverser
Anfrage und interessante Fragen, die wir uns selber selbstkritisch gestellt haben. Und wir sind auf diesen Text gekommen von Meyer Spivak. The stripped down environment of many institutional settings is actually dangerous to mental functioning. It is altogether too sterile. It can drive one crazy. So, und dann habt Martin Voss und ich, wir haben zusammengesessen und wir dachten, wir machen weiter zusammen, obwohl die Soteria fertig ist. Und wir haben dann entschieden, dieses Toolbox weiterzuentwickeln und haben dann Zeigraum gegründet. Das ist ein Art so Consulting-Projekt, was wir machen. Der Ansatz ist Evidence-Based Design und Consensus-Based Process. So. Und dieses Stuhl basiert auf diese drei Stufen, also drei Beine, heißt Care and Therapy, also die Beziehungen, die menschliche Beziehungen, die diverse Therapie, die ärztliche Arbeit und dann dazu Raum und versuchen, dass die drei Dinge balanciert, interdisziplinär zusammenkommen. Raum in diesem Fall wird definiert als aktiv oder rich. So a rich atmosphere, da schreibt auch Spivak sehr viel darüber, über wie die Atmosphäre kann, muss rich sein, damit wir die Möglichkeit, ein Agency spüren, dass wir das Gefühl haben, wir können was damit tun. Wir können Dinge hoch und runter, wir können Dinge tun. Da haben Sie auch darüber gesprochen, Frau Mohn, in Ihrem Projekt, dass es möglich ist auch für Dolph, dass er was ändert und tut in sein Zimmer. Und das ist ein eindeutiger, wichtiger Punkt, was wir unterstützen können als Raumtherapeuten möglicherweise. Wie funktioniert das denn für uns in die Rich Environment? Wir haben diesen Spider entwickelt. Wie können wir diese Institution basiert unterstützen? We call it invigorating the institution. Es gibt einige Punkte, was ich nicht gesprochen habe jetzt über Evidence-Based Design, aber da vielleicht findet sich Zeit in diesem in heute Nachmittag oder Abend oder so darüber zu sprechen. Aber ich gehe tiefer rein dazu. Spatial Color Design ist ja eigentlich das Thema für heute. Und für mich, ich weiß nicht so viel über bestimmte Farbe. Also ich glaube, da wird vielleicht hier in diesem Raum andere Leute, andere Ansätze dazu haben. Aber mich persönlich interessiert, was Farbe tut und welche Wirkung das hat auf die Ausfaltung von der Architektur. Ich verstehe, dass die Architektur wahrgenommen würde durch Bewegung und dass ich spüre visuell, die Architektur ist sehr, sehr wichtig, die visuelle Teile, aber es ist für mich zweitrangig. Das ist mein persönlicher Ansatz. Und deswegen, was die Farbe tut, ist für mich wichtiger als welche Farbe das ist, vorerst. Nicht, dass ich nicht bestimmte Farbe mögen oder nicht mag, aber das ist, ich rede nur so. So, okay, sorry. Back to the lecture. Phänomen, Orientierung, Stimulation und Proportion. In Phänomen, Licht und Farbe, also ich sehe als Architekt, Licht ist auch ein Material. Also dieses Bild ist eine großartige Inspiration für mich, weil hierdurch von Hammerscheu sieht man ganz eindeutig, dass das Licht eine physische Präsenz ist im Raum. Und das wissen wir alle intuitiv und das nehme ich immer an in jedem Projekt, in jede einzelne Entscheidung. Licht kommt rein, reflektiert raus, landet irgendwann ins Auge und dann kann man verstehen, was es ist. Ich bin total fasziniert von diesem indirekte Farbe-Phänomen, also Holzschuh hat viel darüber geschrieben, 2006, und wie die indirekte Farbe finde ich sehr interessant, weil das immer was wahrnimmt. Die Photons tragen mit die Farbe in den Raum
Und das ist ja der Trick, wie man ein Huhn grün machen kann. Und zurück zur Schizophrenie und diese Idee von, oder diese Verständnis, den ich habe, von Wahrnehmungsstörung, das ist ein direkt beobachtbares Vorkommnis, dieses Phänomen. Also der Huhn ist grün und es ist dann eine Demokratisierung. Also für die Menschen, die unter dieser Krankheit leiden, haben dann die gleiche Erfahrung von diesem Huhn wie die Therapeuten, wie die Familienmitglieder, wie allen. Und interessant ist auch, wenn dieser indirekte Farbetrick, dieser reflektierte Farbetrick benutzt würde in Raum am Fenster, weil dann endet der Himmel tagsüber sowieso und über die Jahre Seiten. Und dadurch hat man bewegende Phänomene in jedem Raum. Und das ist sehr von der Facilities Management Blinkpunkt sehr kostengünstig erreicht, weil das der Sonne tut. It's solar powered. Ich bin aber nicht der erste Architekt, der das weiß und tut und offensichtlich nicht der letzte. Hier ist einfach ein weiteres interessantes Beispiel, Joseph Louis Sert, der das auch bearbeitet hat, mit einem achselfreundlicher Gelb eingesetzt. ich benutze auch diese Farben, auch in künstlicher Lichtsituation, um reflektierte Farbe reinzubringen. Und hier sieht man dieses solar-powered beobachtbare Lichtvorkommnisse Sache. Ich mache einen kleinen Exkurs ins Bauhaus, zu Bauhaus so, weil das einfach Spaß macht immer. Ich bin sehr inspiriert von vieles im Bauhaus, vielleicht wie viele von uns hier im Raum und insbesondere von Hinnerk Scherper und seiner Arbeit. Das ist ein Plan. Also ich weiß nicht, wie viele Designers hier kennen diese Art Plan, dieses ausgefaltete Plan. Aber vielleicht für die, die nichts wissen, ist hoffentlich interessant, kurz zu sehen, wie diese Faltpläne funktionieren. Ich benutze diese Farbpläne wie Hinnerk Scherper, um Orientierung und Stimulation rhythmisch in die Räume zu verteilen. Hier ist ein anderes Beispiel von Alfred Arndt, der auch gehörte zu dieser Truppe. Und hier ist der Musikzimmer von dem einen Projekt. Und interessant hier ist, dass man kann Farbe, es geht nicht um eine Wand zu gestalten oder eine Decke oder so, sondern man kann mit diesem System Farbe, Verlaufe verteilen in Raum auf eine sehr interessante und sehr einfache Art und Weise. Und diese Pläne, wenn man die gibt in die Hände von einem Malermeister oder jemand auf der Baustelle, funktioniert das super. Weil die denken sowieso dreidimensional räumlich und das ist ein sehr gutes Kommunikationsmittel für Bauherren und auf die Baustelle. Es ist wunderbar. Und deswegen habe ich das übernommen. Also ein Wand ist so, dann kommt das auf die Decke und dann geht das auf die nächste, die nächste Wand. Und so durch kann man eine Streife in die Wand an die Decke und runter machen. Und das eröffnet ein Wahnsinns Spannbreite an Optionen als Gestalter, finde ich. So ist ein Plan von der Soteria, wie wir gearbeitet haben, mit dieser Linie. Da sieht man diese solar-powered Vorkommnisse an die Fenster, die Proportionänderung, die Deckefarbe und so weiter. Und das ist der Farbplan von der Soteria Berlin. Zur Orientierung hilft das uns einfach diese Reihe von Diversität. Ich bin auch stark überzeugt, dass man benötigt Diversität, also in räumliche Diversität, eine Reihe von diverser Art Erfahrungen und deswegen haben wir diese Farben. Ich rede heute nicht über die Farben in die Soteria spezifisch, aber wir können darüber austauschen, falls es gewünscht ist nachher oder der Fragen dazu gibt. Anregung, Komplexität, Variation, Vertrautheit, Repetition. Also ich sehe, wie vielleicht jeder in diesem Raum Farbe als ein Material, darüber muss ich nicht viel sagen, nur dass ich das auch so fühle.
Das ist ein Beispiel von einem anderen Projekt nach der Soteria. How am I doing on time? I'm okay? Compress. Okay, I'll go fast now. Okay. R9DB ist ein Projekt, auch hier in Berlin. Es ist ein Kindergarten. Ich arbeite mit NCS und wir haben überlegt, was passiert, wenn wir ein gesamtes Projekt machen, nur aus einer Hue-Welt, also ein Farbelement aus R90B. Und dann haben wir dieses Kindergarten gemacht, wo wir 1,40 Meter Wechsel hatten, statt über die Tür, weil das ein Kindergarten ist. Und dadurch sind solche Räume entstanden. Ich habe gearbeitet mit Anhe Kinselbach, das ist mein Partner im Büro. Und wir haben auch Möbel entworfen. Und dieses ist ein Neubauprojekt mit Collignon hier in Berlin kollaboriert. Und so sieht's aus. Das ist nur, um zu zeigen, was ja andere Projekte nach der Soteria. Ich arbeite viel mit Kindergarten und Kinder und die sozialen Projekte sind mich sehr, ich bin groß inspiriert, so weiterzumachen. So, das ist ein Tunnel. Jetzt mache ich ganz schnell noch mein letztes Projekt hier. Das ist aktuell, das ist Rivers. Es ist ein Neubau Psychiatrie in England, in Norwich. Und da gibt es Bestandsgebäude, da sieht man die hier unten. Und wir bauen dazu 80 weitere Betten. Das ist ein gemischtes Projekt mit ganz vielen diverse DSMs, also diverse, how do you say it? Yeah, whatever. Dankeschön, vielen Dank. Psychische Krankheiten, Dankeschön. Und wir haben jetzt typologisch gearbeitet, bewusst 3 diverse Typologien zu machen auf dem gleichen Campus, weil wir eben für Diversität ziehen und da gibt es ja Gründe dafür. Das Gebäude sitzt sich sehr in die Landschaft und heißt Rivers. Und wir haben einen Prozess durchgeführt, einen gemeinsamen Konsensprozess. Und hier kommt das Bild über Spirit noch ein Exkurs, weil man immer ein bisschen Sehnsucht und soll man immer Canaletto anschauen, so oft wie möglich. Da geht es auch um dieses Piazza und dieses Gemeinschaftsräume. Wir haben viele solche Bilder benutzt im Austausch mit den Mitarbeitern da, mit den Ärzten, mit den Patient Representatives und haben daraus ein Clinical Design Brief entwickelt. Und in diesem Clinical Design Brief haben wir entschieden, dass wir arbeiten mit Ward Characterization, also auf Deutsch Stationscharakterisierung. Und wir haben statt hier gleich 80 Betten zu machen auf 5 von 6, haben wir entschieden, dass wir diverse Charakter machen und wir nennen die alle Biomes. Biomes for Mental Wellbeing. Das kam aus diesem Prozess. Das ist Arbeit zusammen mit Martin Voss, weiterführend, aktuell das Projekt. Und diesen Clinical Design Brief hat das befestigt. Und wir haben dieses Piazza in die Mitte. Die Lodge ist für 3 Monate Patienten, die etwas länger. Cloister ist für 3 weeks und Short Mission, 3 days. Und ich mache relativ schnell jetzt, nur zu zeigen, wir haben jetzt Farben benutzt, weil es eine interessante Art und Weise ist, dieses Word Characterization zu unterstützen. Wir haben Logos entwickelt, zusammen mit den Menschen dort, für jede Zone. Also Kestrel ist, die haben uns genannt, Lodge soll Kestrel heißen und dann da war Farben denn darin. Und das sind jetzt aktuelle Pläne von unserem Projektpartner vor Ort, Hooper's Architects, die wunderbar sind. Und wir haben jetzt Farbkonzept für jede Biome, also jede Ward, jede Abteilung von 6 Betten hat sein eigenes Farbkonzept, immer mit Basis-Colors. Diese Base-Colors wiederholen sich im ganzen Krankenhaus. Und dann diese Secondary-Base-Color und die Accent-Color und den Contrast sind immer anders in jeder Abteilung sozusagen. Das ist die Cloister. Ich mache es schnell, nur dass man sieht, wie das läuft.
Und Short Admission. Wir haben auch die Betten in andere Stelle. Man könnte lang unterhalten über Betten in Psychiatrie, aber gerade nicht. Und das ist jetzt die letzte Farbkonzept für die Mayfly, Short Admissions Ward. Und jetzt ende ich bei Incompleteness. Incompleteness ist immer sehr wichtig, weil das unterstützt auch Agency, finde ich. Und wir wissen alle, was passiert danach hier. Und Dinge nicht gesagt zu lassen, ist immer interessant. Das macht auch sehr gut Paul Cézanne mit dieses Bild. Und haben wir versucht auch so zu machen. Und ich bedanke mich.